Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wie versprochen machen wir heute unser Krümelmonster-Torte, weil mein kleiner Neffe, der Lukas, Geburtstag hat und ich hoffe, er freut sich darüber. Wir haben jetzt mal die Zutaten für den Boden, habe ich jetzt hier mal nur. Und wir brauchen auch noch nicht einmal ein Rührgerät dafür. Und zwar habe ich folgende Zutaten. Ich habe 320 Gramm weiche Margarine, habe ich diesmal. Wir brauchen 8 Eier. Ich habe 30 Gramm Backkakao, 150 Gramm Zucker, 190 Gramm Mehl, da habe ich jetzt auch schon einen Teelöffel Backpulver dazu und 200 Gramm Schokolade, die habe ich mir jetzt schon ein bisschen Stücke gebrochen. Ich habe mir hier jetzt schon einen kleinen Topf hingestellt, da gebe ich die Margarine jetzt auch schon rein und da können wir dann jetzt auch schon die Schokolade dazu geben und einmal nur mal kurz, also nicht kochen, aber ein bisschen erwärmen, bis alles flüssig ist. Das haben wir uns jetzt gerade schön schmelzen lassen. Ich denke mal, das müsste ich euch eigentlich nicht zeigen. Ich habe jetzt eine große Schüssel mit einem Rührbesen und das können wir jetzt erstmal umfüllen. Das ist jetzt wirklich nur lauwarm, also wie gesagt nicht kochen, sondern alles nur so auf mittlere Hitze, bis alles geschmolzen ist. Und da können wir jetzt schon den Zucker schön einrühren. Das haben wir jetzt schön verrührt. Der Zucker hat sich jetzt auch schon aufgelöst und jetzt können wir die Eier einzeln mit einrühren. Das haben wir jetzt schön umgerührt. Ich habe mir jetzt ein Haarsieb drüber gegeben. Mehl und Backpulver können wir jetzt auch dazu. Und den Backkakao können wir jetzt auch gleich mit durchsieben. Aber den Backofen habe ich schon genug geheizt. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das haben wir jetzt schön gemacht und das können wir dann auch schön verrühren. Den Teig haben wir jetzt schön durchgerührt. Ich habe meine Backform, meine 20er Springformen habe ich mir jetzt gemacht, weil ich möchte lieber ein bisschen höher haben, statt in die Breite. Aber ihr könnt auch 26er nehmen. Und jetzt gucken wir, dass wir so gut wie es geht halbe füllen. So gut wie es geht halbiert und das kann jetzt mal für 35 Minuten im Backofen. Stäbchenprobe nicht vergessen. Unser Boden ist jetzt im Backofen, den könnt ihr natürlich auch einen Tag vorher machen, aber den benutze ich wirklich sehr, sehr gern für Motivtorte sowieso. Der ist so super saftig und jetzt machen wir die Creme, weil ich die dann auch ganz gern nochmal so eine halbe Stunde kühl stellen möchte und wir brauchen folgende Zutaten. Ich habe jetzt hier einmal Schlagsahne, also 200 Milliliter, das schlage ich dann jetzt auch schon steif mit 2 Teelöffel Sanapart. Dann brauchen wir so einen halben Teelöffel Vanilleextrakt. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Zucker, 300 Gramm Mascarpone und 300 Gramm Frischkäse. Kann auch sein, dass ich mir nochmal 200 Gramm dazu mache, also 500 Gramm Mascarpone, weil ich die Torte ganz gerne auch innen drin ein bisschen in Blau gehalten haben lassen möchte. Also die Sahne können wir jetzt mit dem Sanapart schon mal steif schlagen. Ich habe mir jetzt eine Rührschüssel geholt, also ich habe jetzt 500 Gramm Mascarpone genommen. Ich schreibe es euch ohne aber dann nochmal in die Infobox. Die Mascarpone kann jetzt schon mal in die Schüssel hinein und können wir einmal kurz umrühren. Das haben wir jetzt kurz umgerührt und da gebe ich jetzt den Frischkäse dazu und dann können wir auch mal kurz umrühren. Jetzt geben wir noch den Zucker hinzu, dann auch einmal kurz umrühren. Jetzt machen wir uns einen halben Teelöffel. Oder ihr könnt auch ein bisschen mehr nehmen, wie ihr möchtet, von dem Vanilleextrakt. Unsere Creme ist jetzt bis dato fertig. Ich mache jetzt noch die Sahne dazu und lasse dann gerade nur kurz umrühren. Ich nehme die Creme eigentlich sehr gerne. Die meisten nehmen auch oder machen Buttercreme. Die esse mal in gewisse Torte auch sehr gern. Da muss sie einfach drin sein. Aber so finde ich persönlich finde sie so auch sehr lecker. Unsere Creme ist jetzt fertig. Ich habe mir jetzt hier die blaue Farbe von Wilton, die hatte ich jetzt da. Ihr könnt natürlich auch andere Farbpasten nehmen, das ist gar kein Problem. Es darf auch muss nicht unbedingt gespart werden. Ich taste mich jetzt ein bisschen ran, Schritt für Schritt, und dann werden wir sehen, was für einen Blauton wir haben möchten. Das ist jetzt unser Farbergebnis. Das ist jetzt eher so ein bisschen hellblau, türkis würde ich sagen, aber ich finde es wirklich richtig gut. Und wie ihr sehen könnt, die Konsistenz ist wirklich klasse. Das wollte ich genauso haben, dass man es auch schön drauf dressieren kann. Kein Problem. Gut. Ich habe jetzt mir hier so 3 Grastülle extra gekauft.
finde ich toll, da kann man ganz tolle Sachen machen. Also ich habe jetzt mein großer Spritzbeutel, habe jetzt so eine Grastülle reingemacht und da fülle ich das jetzt kurz ein. Also gut, 3/4 habe ich mir jetzt in einen großen Spritzbeutel. Also guck, dass er wirklich auch schön groß ist. Ich hatte schon mal einen kleinen. Total super. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen drin und das packe ich mir jetzt nochmal in den Kühlschrank, bis unseren Boden gleich fertig ist. Die Böden sind jetzt fertig, die habe ich jetzt auch rausgeholt. Wir müssen jetzt noch einen Augenblick abkühlen. In der Zwischenzeit, wie wir dann noch ein bisschen gewartet haben, habe ich jetzt hier die Augen schon mal gemacht. Das ist einfach ein bisschen weiße Fondant, jeweils 20 Gramm. Und dann habe ich mir von so einer kleinen Spritztülle Pfanne das Loch ausgestochen mit schwarzer Fondant und das habe ich jetzt schon hier so ein bisschen trocknen lassen. Die meisten machen noch nur so einen schwarzen Mund, aber das lasse ich, es ist genug Zucker drauf und das kann jetzt auch nochmal stehen bleiben und unsere leckere Schokokekse haben wir ja beim letzten Mal schon gebacken. Der erste Boden habe ich mir jetzt auf eine Platte gelegt, da habe ich mir jetzt auch ein bisschen Backpapier drumherum gemacht, dass man die halt nicht so versauen, logisch. So, ich habe jetzt nur die Schüssel halt rausgeholt und dann können wir auch, müssen nicht so sparsam sein, können wir als erstes so ein bisschen schön verteilen. Ich habe den Boden bis oben hin gemacht, habe jetzt oben und an der Seite ein bisschen Creme verteilt, weil ich jetzt auch nicht wollte, weil die wird ziemlich schnell warm. Also spritzen wir das schön hier seitlich so hoch, aber das zeige ich euch gleich. So, das letzte Stückchen zeige ich euch. Die Creme, die ist wirklich der Hammer. Also ihr könnt wirklich so ganz toll draufdrücken und da kommen so ganz kleine Fäden raus. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Voilà, fertig ist unser Meisterwerk. Also uns gefällt es eigentlich sehr, sehr gut. Sieht schön aus. Anschneiden kann ich sie jetzt leider für euch nicht. Aber die kann jetzt noch einmal in den Kühlschrank und also wir sind wirklich begeistert. Ich finde es schön und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video bitte wieder mit dabei. Ein paar Daumen hoch, würde mich auch freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!